auch wenn es nur 5 Minuten lang dauert, nicht einmal eine Minute oder so. Ich will einfach eine Scheißreferenz haben zum ersten Teil. Unbedingt. Wir haben ja noch ein bisschen. Villa, bist du deppert, Villa. Havere heute, Villa, leck mich doch, fetter Marsch. Leck mich, das ist der Bude. Jesus. Hallo? Hey Vito, ich bin's Eddie. Na Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen? Gut, bin gleich da. Boah, sogar für ihr Zier regt mir am Arsch. Aber... Bügeleisen? Ja, was die Junggeselle. Definitiv Junggeselle, legt mir am Arsch. Wie wär's einmal mit Putzen, Havara? Das ist. Der Putzen hat der von ihm was gehört, gell? Putzen? Oder ist es kein Umkleide? Ich geh auch so aus, mir ist es scheißegal. Biegel. Okay. Warte, ich kann. Was kann ich? Wow. Man doch kommt die. Ja, okay. Wow, ich kann alles anmachen. Ja, du mal ein bisschen was verschwenden. Wir haben eh genug Geld. Zeig mir hier da den Anzug, oder? Sag mal hier. Ah, na, der ist ja nicht der Tommy. Das können wir ja nicht machen. Oh. Maßanzug. Let's go. Zeig mal her, zeig dir mal her da. Ah, da muss ich wohl wieder aus der Gegend geschossen. So, zeig mal her da. Zeig dir mal her da. Ein gemachter Mann. Also im Pool sollten wir unbedingt auch mal reinspringen. Das ist aber leider nichts. Du hast eine Villa. Also, wenn man das als Villa bezeichnen kann, aber ja, ist es. Jetzt werden wir doch, glaube ich, kommen die Maus. Würdest du sagen, das ist keine Garage oder? Oh Gott sei Dank, der hat eine Garage. Na, leg mir doch am Arsch. Ich hoffe, definitiv voll gedankt. Na, so, Albert. Passt. Let's go. Oh, wir sind sowas von gemacht. Leck mir am Arsch. Hätte nur gern gesehen gehabt, einen Zeitspruch. Oder ob das jetzt nur ein paar Wochen sind oder Monate oder vielleicht sogar ein, zwei Jahre. Ich würde mich schon sehr interessieren, wie stark involviert er schon drin ist. Ist er jetzt einmal ein Familienmitglied? Das ist sowieso klar. Aber wie lange er jetzt ist? Hätte mich schon interessiert, wie lange der jetzt schon dabei ist. Aber ist ja wurscht, ich frag mich, wie vom Havara die Wohnung ausschaut. Bist du sehr weit draußen, gell? Zeig mal hier bei der Karten. Ja, sehr weit draußen. Bist du deppert? Alter, da ist die Wohnung auf unserem Haver aber schon ein Stück weit. Bist du deppert, Alter? Sag mir jetzt nicht, Alter. Jetzt mal am Anfang müssen wir wieder dorthin fahren, Alter. Boah. Schau mal, da. Würde mal zur Reparatur fahren. Ui. Müssen wir wieder aufpassen, Alter. Ich mir mal schon. Sag mal, ihr sitzt wieder zu schnell. Ich muss ja aufpassen, ich muss ja schauen, dass ich wie eine Pussy fahre. Ah, leck mich doch. So, da, durch, tschüss. Tschüss, Kabale. Oh, ja, schaut gut aus. Gutes Fahrzeug, man merkt's, gell? Ich kann gut damit umgehen. Gefällt mir sehr. Bierchen morgen, leck mir mal schon. Huch! Ah, der hat die alte Wohnung noch! Wieso hat der noch die alte Bude, Alter? Was macht der mit der ganzen Kohle, Alter? Ja, guck's mal. Na, drum gibt's ja mal nicht. Das ist ja wieder das nächste. Ja, wahrscheinlich nur Nutten. Bist du deppert, Alter? Die werden da wahrscheinlich. Wahrscheinlich können wir das ganze Gebäude. Das wär's, Alter. Stock 1, Nutten. Stock 2, Beschützer der Nutten. Stock 3. Ja.
Das wär's. Und ich mit dem Baseballschläger. Die haben sich vor Angst fast in die Hose morgen, geschissen. Jungs. Hey, Vito, guten Morgen. Marty, was machst du denn hier? Joe meint, ihr braucht Hilfe. Und weil ich es den Iren voll gezeigt habe, will er mich mitnehmen. Er will dich mitnehmen? Wohin soll's denn gehen? Die warten schon auf dich. Also, wir reden später drüber. Mein Kumpel Vito. Morgen, Mr. Falcone. Hallo, Vito. Nimm Platz. Jungs. Also, was gibt's? Du hast uns Luca vom Hals geschafft. Gut gemacht. Dank dir wissen wir, dass Clemente hinter dem Angriff auf unsere Jungs steckt. Bisher konnten wir nie gegen ihn vorgehen. Aber jetzt ist er fällig. Er hat Leute von uns gefoltert und das bedeutet Krieg. Alles, was wir jetzt unternehmen, kann ich vor der Kommission rechtfertigen. Alberto weiß das. Er wird deshalb versuchen, uns zuerst anzugreifen. Das heißt, dass wir uns um Clemente kümmern. Ganz genau. Zufällig hat er für heute ein großes Treffen im Hotel Empire Arms anberaumt. Das ist die Chance, ihn und seine besten Männer endgültig loszuwerden. Na klar, wir marschieren da einfach rein und legen am helllichten Tag im nobelsten Hotel der Stadt ein paar Dutzend schwer bewaffnete Typen um. Keine Sorge, ich hab einen Plan. Scheiße! Joe, nimm sofort dieses Ding weg! Ganz ruhig, Eddie. Sie kann nicht hochgehen. Erst wenn ich hier drauf drücke... Lass das um Himmels Willen! Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Mach dir nicht gleich in die Hose. Hey, Leute. Wir marschieren da rein und jagen gleich den ganzen Schuppen in die Luft. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Keine Panik. So viel Wumms hat das Baby nicht. Da geht nicht gleich die komplette Hütte drauf. Aber jeder, der sich in dem Zimmer aufhält, wird zu Konfetti. Wie wissen wir, wann das Ding hochgehen muss? Wir stehen auf einer Fensterputzerplattform und sehen uns ganz gemütlich die Explosion an. Na, das kann ja heiter werden. Okay, Jungs. Dorn. Ich zähle auf euch. Wenn's... Wenn alles glatt ist einfach wäre. Gibt's eine hübsche Prämie. Ruf da an, wenn alles vorbei ist. Oh, übrigens. Die Bar bleibt heute geschlossen, falls Clementi was plant. Tja, viel Glück, Jungs. Was Alter. Ist mit dem Kleinen da draußen? Du meinst Marty? Er gehört nicht zur Organisation, deshalb muss er vor der Tür warten. Ich meine, was hat er hier zu suchen? Du stellst Fragen. Marty kommt mit uns, weil wir einen brauchen, der uns fährt und der uns den Rücken frei hält. Was hast du gegen ihn? Er ist ein anständiger Kerl, ich kenne ihn ewig. Außerdem hat er mir den Arsch gerettet. Aber diesmal haben wir es nicht mit besoffenen Iren zu tun, sondern mit der mächtigsten Familie der Stadt und du schleppst diesen Grünschnabel an. Wie alt warst du, als du mit der Scheiße angefangen hast? Du redest wie ein kompletter Spießer. Hör zu, er wartet im Wagen und gibt auf Befehl Gas, das ist alles. Er weiß nicht mal, was wir im Hotel vorhaben. Und er fährt wie der Teufel, genauso jemand brauchen wir für den Job. Okay, wenn's sein muss. Aber trotzdem, irgendwie gefällt mir die Sache nicht. Ja, das ist eh klar, dass der stirbt. Lauf der Story, das ist 100% klar. Oder vielleicht dieser Ratte, das kann auch möglich sein. Vielleicht tut er die ganze Zeit das so. Das kann auch gut möglich sein. Sag mal, was ist denn das für ein Job? Einer, bei dem du nicht alles wissen musst. Du fährst uns nur hin und zurück. Puh. Oh, okay. Ratte wäre aber auch sehr, sehr stark verdächtig. Dann sagt der Billy the Kid, die brauchen wir nicht. Gehen wir. Eine Ratte wäre auch sehr, sehr stark verdächtig. Leck mich doch fett. Was hat geheißen, er fährt? Uela! Wir nehmen meinen Wagen. Okay, ich fahre. Ja, das war eh klar, Alter. Besser von mir. Ja, besser von mir, Alter. Steppert. Er kastelt sich nur irgendwo ein. Alter, der hat eine Villa und der hat so ein Krax, Alter. Ja, da kann man ja nichts machen. Aber, Alter, was machst du mit dem ganzen Geld, Alter, mit dem Armen? Aber fahr nicht gleich zu Schrott. Das ist unser Fluchtwagen. Außerdem vertragen sich Sprengstoff und Verkehrsunfälle nicht besonders gut. Sprengstoff? Ja, für ein kleines Feuerwerk. Aber vergiss ja, es das nicht. Ding gibt wir aber Gas. Zum Empire Arms Hotel. War auch noch ganz kurz. Nimm den Hintereingang. War auch noch ganz kurz am Anfang. Langsamer, sonst halten sie uns an. Beherrscht dich, ich bin in Eile. Gescheißen, Alter. Ich geb Vollgas, wenn ich will. Du Hurenkind, er ist schuld. Da ist mir einer gefahren, das Arschloch. Und dann hast du wieder ich bin der Depperte. Schau dir den Schädel an. Sagt schon, Jungs, was läuft in dem Hotel da, hä? Rückt raus mit der Sprache. Was willst du, ein Buch schreiben? Ich hab dir gesagt, was du wissen musst. Hey, ich bin nur neugierig. Diese Alter, ganze Geheimniskrämerei... Marty, diese Geheimniskrämerei ist wichtig. Je weniger du weißt... Bist du farbenblind? Wenn du uns weiterlöchern... Sicher, Ratte. Sehe ich mich in Zukunft nach einem anderen Pharao.
Schon gut, keine Fragen mehr. Geht klar, ich hab verstanden. Oh, passt, passt. Was soll das, bitte? Wenn das Ding losgeht, sind wir Konfetti. Ihr wollt das Hotel in die Luft jagen, stimmt's? Marty, ja, du drückst dich okay, auf den Knopf. Entschuldige. Noch ein Wort von dir. Entschuldige, kein Sterbenswörtchen mehr. Großes Ehrenwort. Das ist das Hotel. Hinten ist deine Garage. Huch. Ja, jetzt hat einfach nicht auf den Knopf gedrückt, dann passiert ja eh nichts. Na, gebiete, nur weil es bei irgendwo ankommt. Attention, das ist so eine Delle. Na, gebiete. Nicht, dass uns Clementis Leute fehlst und wir auffliegen. Ja, der hat schon was an. Der hat schon was an. Wir gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet, das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Klingt gut. Du hast dir echt was einfallen lassen. Werd ja nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Sprichst du mit dir selbst? Denke ich gerade auch. Du bleibst hier. Ah, nie darf ich mit. Ich habe sowieso das Gefühl, so wie im ersten Teil, da gab es viel Intrigen, Hinterhalt und so. Und da kommt sowas doch gar nicht. Also beziehungsweise nein, in zu welchem Ausmaß ist der Haberer von dir. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Oder enger Bekannter, was? Versuch's. War noch nix so. Ich warte hier, falls dieser Trottel noch auftaucht. Dieses faule Stück Scheiße. Du wartest. Ach, kann ich wieder irgendwas machen? Keine Sicherheit, ist eh klar. Oh. Hallöchen! Ich darf da eh eine, gell? Das schätze ich ja kann nicht. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Da kannst du einiges helfen, oder? Wo ist da kannst du mir gleich meine Faust spielen, oder wenn du mich nur einmal fragst. Hallöle? Hi, ich bin nur zur Kontrolle da, gell? Also mach weiter so, mach weiter so. Ah, Sesam öffne dich. Sollte man vielleicht einmal nehmen, oder soll ich ihn aufmachen? Noch eine Minute, du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid, Was soll's, verschwinden wir von hier. Siehst du, läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Naja, irgendwas läuft immer schief. Ich hab mich so... Mich so sehr dran gewöhnt, die Overalls. Ich meine den Anzug. Klebt dir das Ding an. Du weißt eh, was das letzte Mal passiert ist. So erkennt sich verkleidet uns keiner wieder. Los, tu es einfach. Na toll. Boah, ich will nicht wissen, was das für Haare sind. Arschhaar wahrscheinlich. Boah, zeig mal hier da den Schnauzer. Zeig mal hier da. Boah, schaut jetzt schon mehr wie ein Italiener aus. Wisch die Schweinerei weg, ihr Idioten. Klar doch. Mach die Schweinerei weg, sonst bricht sich noch jemand den Hals. Alter, ich hätte dem Kerl mal ja nicht gegeben, Alter. Scheiß drauf. Na los, Bewegung. Hey, ihr beiden, da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na, macht schon. Hey, Richie, komm mit. Den Gamer ja, den Armerer. Ja, im Endeffekt, ja, wir sind ja hier auch verraten worden, wie im ersten Teil. Aber ich finde... Okay, verschwinden wir, bevor er zurückkommt. Das war einfach im ersten Teil präsenter. Öfters war das. Da war es halt wirklich einmal und dann ist er kein Platz gelandet. Also, meiergegangen. Extrem. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, wenn doch.
Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Ach, das ist schwer. Oder hat sie einfach doch gehabt. Scheiß drauf. Ich beachte die gar nicht einmal. Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Schon wieder. Ja, na gut. Geh mal in den Konferenzraum. Keine Fragen, was das ist oder wie es dorthin gekommen ist. Ah, Blut. Wisch das einfach weg. Hier findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ich gebe euch kostenlos einen guten Rat. Wischt alles blitzblank und verpisst euch dann wieder. Klar doch. Klar doch, wird gemacht. Oh yeah. Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Ah, die Unordnung. Na dann kommt mit, ihr zwei. Einer der Jungs, die vorhin hier waren. Hallöchen, Leute. Wie geht's denn so? Meine guten alten Freunde. Kopf aufgeschlagen, ungefähr 5-6 Mal. Und jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also Jungs, wisch diese Sauerei auf. Und zwar flott. Klar doch. Da haben wir schon mal ein bisschen Blut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nur der eine Fleck. Das ist ja nichts. Mal doch, da gibt's ein bisschen mehr zum Tun. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Oh, das eine da, das ist ja nichts. Hast du es einfach aus dem Fenster aus? Okay, der Teppich ist so groß, scheiße. Obwohl, schneidest du halt einfach den Teppich kürzer. Gibst da Fick drauf. Scheiße. Ich hoffe, dass da keiner reinkommt, Alter. Der gelbe. Plus zu Plus. Der rote zu Minuspol. Oh Mann. Wieso habe ich das Gefühl, dass er ihn falsch vertraut hat? Irgendwie so richtig so okay. Dieses. Den nächsten Teil haben wir schon mal. Sollten wir das nicht putzen? Waren ja nur. Ja, denke mal gerade. So, Digi. Putze mal. Da hat irgendeiner scharf gemacht. Da hat schon einer kontrolliert. Ja, wir tun ja eh schon. Wir tun ja eh schon brav Putzi machen. Mit Happy Ending. Ich mache mit Happy Ending. Sie, Signore, sie. Komplett alles falsches Szenario, aber passt schon so. Ah, ihr seid fertig. Dann verschwindet jetzt. Oh. Okay. Kennt ihr uns, oder was? Und jetzt aufs Dach. So halbers, ja. Da gibt's eh wieder welche, die wir sonst kennen. Ah, alles klar. Das ist Clementi. Wir könnten ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Ja klar, und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den Plan. Boah, das wär's. Boah. Aber der kriegt's ja noch. Der kriegt's ja fett noch ab. Da brauchen wir sich keine Sorgen machen. Verdammt. Hast du jetzt nicht einmal checkt, dass so man da hinterher ging? Niemand? Oder zum Warum Lift? Hätte ja wenigstens so kontrollieren sollen, dass wir da wieder weg sind. Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. Hätte wir ihn trotzdem erledigen können. Modifizierten Magazin. Hast du das Ding her? 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur 2 auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Klar doch, 2. Zur Fensterplattform. Klar doch, 2 auf der ganzen Welt. Wahrscheinlich haben sie eh schon längst. Schalt einfach, Trommel dieses Ines. Fingerfertigkeit. Oh, das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Nicht schlecht. Wollen wir jetzt wirklich warten? Oh shit. Ja, dann gehen wir einfach hinten rucks. Aber das ist wieder die Treppen, gell? Hey, was zum Henker wollt ihr hier? Verzieht euch! Scheiße. Ja, damit. Das wird jetzt nicht passen.
Ich sollte jetzt nicht riskieren, geschossen. Hast du das beim Militär gelernt? Maschallah. Das ist keiner hier. Das ist keiner mitgekriegt. Da offen drin, Junge. Zack, zack. Alter, du sagst du mir zack, zack, oder mach mal. Mach du was, Digi. Du schießt wie meine Schwester. Da ist einer dazukommen, Alter. Alter, ist nicht so einfach. Da kommen immer mehr, oder? Wirst du mich verarschen, oder? Wie viele waren da auf dem Dach? Ja, das kannst du mir nicht erzählen, oder? Dass da 20 Leute oben waren. Weiter so, Vito. Das kannst du mir nicht erzählen, oder? Dass da los so viele jetzt waren. Zack, zack. Zack, zack, und da machst du immer was. Vorsicht, da sind vielleicht noch mehr von der Sorte. Ehre jetzt so von 23 Schuss, die ist das jene, so macht nicht immer irgendein Meier. Er soll eine blade fette Drecks, Alter. Unnötiger Wichser, du. So volles, Alter. So volles, Alter. Ich könnte nur schimpfen jetzt. Du bist mausetot. Los, Vito. Hat's Maul und mach selber mal. Das gibt's ja nicht, Alter. Passt. Ich glaube, jetzt sollten wir es haben, oder? Sollten wir. Sollten wir. Na, warte. Da kommt sicher noch einer. Da weiter geht's, da weiter geht's. Oh, Alter, ist eh klar, dass da nur irgendeiner daherkommt. So klar, Alter, so klar. Wichser. Wichser. Geil. Oh, oh, der war ja schwer, ich bin steppert. Oh, der war knapp, der war knapp. Wieso musst du unbedingt die Drehung machen? Wieso musst du unbedingt eine Drehung machen? Würde er jetzt noch eine Runde daherkommen oder war es das jetzt einmal? Ich glaube, das war es einmal. Na, hoffen wir es mal. Ich nehme aber trotzdem auf alle Fälle mal die Waffe. Kann nie wissen, passt. Man kann nie wissen. Okay, das hätten wir. Hoffentlich hat uns keiner gehört. Ach was? Solche Gebäude haben schalldichte Fenster. Und wir sind so gut, dass uns von unten keiner sieht. Los, auf die Fensterputzerplattform. Es ist uns definitiv. Irgendeiner muss uns gehört, aber Alter, da waren 20 Leute, Alter. Da oben, Alter, was ist denn da los, Alter? Plötzlich 20 Leute fehlen. Das gibt's aber nicht. Oh Gott, oh, Digi, chill. Tu alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. Ah, Playboy. Geil. Gönn die Playboy, Digi. Gönn die Playboy. Hier ist Klebeband. Fessel ihn. Putzkraft fesseln. Warte du kurz. Ist das nicht? Hallo, oh ja, das ist ja das Einkaufszentrum, wo wir badelt haben. Ja, voll. Lass mal das nochmal sehen. Geil. Okay, rauf mit dir. An die Arbeit. Da haben wir eine schöne Aussicht. Bist du deppert? Hey, wie viel Draht hast du? Genug. Und wie viel ist genug? Reicht er bis zum Dach? Nein, ein oder zwei Etagen hoch. Mehr brauchst du nicht. Na, das ist ja wieder ganz schlau. Was ist? Du hast einen Schatten. Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Aha. Jetzt ihn nicht. Ui, da bin ich doch. Komm mal. Ja, komm, spazieren und alles. Ui. Ui. Als Matsch auf der Straße. Oh, nice. Fix bedrohung, fix 100%. Oh, alle. Okay, das ist das richtige Stockwerk. Vito, schnapp dir den Wischer und fang an, die Fenster zu putzen, damit wir nicht. Ja, sicher, safe. Oh, ich mach schon. Keine Sorge. Sauber machen. Ich mache ihn sauber. Ich mache ihn putzte bis gänste. Jetzt wird's ernst. Okay, geschafft. Jetzt fahr uns ein Stockwerk hoch. Mach dein Testament, Clementi. Hoffen wir es mal zumindest. Das geht ja wie geschmiert. Also. Kann aber auch sein, dass er ein bisschen zu weit weg ist und nicht alle Meier gehen. Das kann auch möglich sein. Diese Arschlöcher merken. Oh, Scheiße!
Was zum Teufel war das? Kommt sich noch ein bisschen zu früh. Das Ding ist zu früh hochgegangen. Gemütlich zusehen, ja? Ja, ist ja gut. Sehen wir mal nach. Stauzer abfällt. Leck mich am Arsch. Scheiße, wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Manchmal benimmst du dich echt wie hirnamputiert. Verdammt! Scheiße! Was war das? Ich hätte fast auf meine neuen Schuhe gepisst. Was für eine Sauerei. War das ein Erdbeben? Was zum Teufel? Oh, Scheiße! Der Wichser lebt! Schieß auf ihn! Ihr Arschlöcher! Schieß auf ihn, weil das hat es deppert! Und ihr habt die ganze Zeit ein Puffen in der Hand. Also jetzt nicht so, aber ihr habt es versteckt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Ich wollte schon auf unseren Haberer schießen, super. Verwenden jeden eiskalt. Oh. Jetzt haben wir erst recht das Problem, dass alle auf uns losgehen. Jetzt haben wir definitiv das Problem. Wir hätten es definitiv auch viel früher lösen können, aber nein, du wolltest es ja später abziehen. Nein. Der einfach beinahe alle Meierbach, So, da noch, zack, tschüss, Papali. Du Hund, du. Das ist erstklassig. Ich hoffe, ich hab ihn immer wieder. Los jetzt, zack, zack. Boah, du hast die Papa, der macht jetzt so einen Stress. Das gibt's ja nicht. Nicht schlecht, was? Mhm. Komm raus aus deinem Rattenloch. Was, das noch einer? Die machen die ganze Zeit Zucken kuscheln. Na, leck mich doch. Ich übernehme die rechte Seite. Die machen die ganze Zeit Gruppen kuscheln, das gibt's ja nicht. Mach mal Tür öffnen da. Oh. Oh. Der steht auch noch da, gell? Das ist ja Witz. Gib mir Deckung, Vito. Ach, halt doch, das ist alles? Dann blüht dir was. Ich würde mal sagen, da kann ich mal nicht durch. Passt. Gut zu wissen. Ja, dann helfe ich dir. Es ist ja anders, der kannst. Echt? Ich dachte, es regnet. Klugscheißer. Ich kann vor lauter Wasser nichts mehr sehen. Na komm. Wir haben nur 42 Schuss für die, was ich verballern kann. Also ich mache mir da keine Sorgen. Mann, jetzt ist er auch noch entkommen. Kommt noch mehr. Kommt schon, ihr Arschlöcher. Ich warte auf euch. Wo ist denn der? 3, 2. Ha. Alter, ich wollte schon schießen. Ich hab schon gedruckt. Ich hab sogar schon gedruckt. Ma'am? Oh shit. Es wird nichts mehr. Das war's eh jetzt schon. Dir geht es jetzt. Ich hab meine größere Bombe mit. Ey, verdammte Scheiße. Woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Wäre die Bombe früher hochgegangen, hätte sie ihn erwischt. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Noch früher, als wir schon zu früh? Alter, da wären wir mit mir gegangen. Das deppert. Aber na gut. Oh, Mashallah. Schon schön erwischt. Rechts kommen wir uns sicher gleich. Pass auf, da oben. Du bist das ist ja das. Das ist ja das. Du siehst wie meine Schwester. Alter, der trifft nix. Nix trifft der. Was ist mit dem der Huren, Alter? Hast du das beim Militär gelernt? Schönes Versteck. Oh, ja, das ist was anderes. Oh. Oh. Ich hab's mir schon doch gehabt, dass da einer unten auch ist. Hab's das schon doch gehabt. Aber chill. Das darf man ja nicht auch tun. So, next. So, da mag ich einen Wichser und da oben am Mann. Ein Lebenstoter, Alter. Das ist ja nicht normal, Alter. Der war richtig lebensmüde. Der da oben. Nicht schlecht, was? Irgendwo ist da noch einer. Da gibt's aber keinen oben, gell? Aber weißt du was, ich hau mich da jetzt mal ein bisschen gerade aus. So, ja. Dass der Habschirm nicht hat. Verstehe ich nicht. Eieiei. Alles muss man immer selber machen, das gibt's ja nicht. Ja! Okay, passt doch, keine Ratte. Er ist einfach dafür. Das war eh so klar, Alter, dass der Meier geht. Einfach Klassiker. Der Grünschnabel geht Meier.
Haben wir vielleicht doch gehabt, dass er mehr so ein Schauspieler ist und alle forscht. Das haben wir auch doch gehabt. Hey, immerhin, erwartet mal wieder was. Überlass das mir, halt du deine Kleider bereit. Was denn sonst? Bleib du am Klient? Er ist in der schwarzen Limousine. Ich hab selber auf dem Kopf. Sieh mal nicht doch. Nicht schlecht. Boah, das ging schnell. Der ist hinüber. Davon überzeuge ich mich persönlich. Das ging schnell. Schieß ihn endlich! Jetzt ist er hinüber. Fahren wir zu mir. Deine Polizei, nix, nada, niente? Was? Willst du ein Bier? Sonst überall 100.000 Polizei und da gar nichts. Ja, klar. Ich ruf ihn an. Hier ist Joe. Alles erledigt. Alles glatt gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt. Wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen. Bauernopfer. Auch war das Wichtigste. Was? Ist erledigt. Bauernopfer? Richtig. Das ist mein Freund, von dem du da redest. Verdammt nochmal! Joe, mich brauchst du nicht anzubrüllen. Sachte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen mitzumachen. Tut mir leid, aber sowas kommt vor. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja. Mir aus. Dem ist das scheißegal. Oh, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalt den Gang runter. Mir tut's auch leid. Mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Eddie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören. Klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Tut mir leid, Marty. Es tut mir so leid, mein Junge. Oh, da hat er den Pum weggegangen gehabt. Na, geh schleichte. Na gut. Würde man sagen, ab in die Garage. Und fahren wir heim. Jetzt haben wir einen von den ganz großen Meier gemacht, der Bistepper, oder? Huch! Huch! Ich hätte mir aber gedacht gehabt, dass wir da noch so irgendwie wegfahren müssen von der Polizei etc. Dass wir da vielleicht nur irgendwie verfolgt werden oder sonst was, weil leider heute fast bei jedem Ecken wieder eine eigene Polizei am Start. Das haben wir da nicht besser, aber weiter. Dass da keine Polizei am Start ist, wundert mich schon. Da wohnt es, wundert mich dann schon. Aber sonst überall bei jeder Ecke gibt's die Hurenkinder. Sonst wirklich, Alter. Bei jeder Ecke sind die präsent und dann, Alter, da scheißen sie komplett rein. Immer dann, wenn's wichtig ist. Eh klar. Da sind wir einfach weggeschaut. Sie haben sie da auch gehabt. Die hat so viele Kugeln kassiert. Der wird schon verdient haben. Er wird schon verdient haben. Gib Gummi, Alter, gib Gummi, Alter. 120 Gummi. Die ist doch wohl erreichen können. Ja, da sind wir schon längst über die Brücke wieder drüber. Na super. Jetzt der mal bei den 100 Gummi. Ja, leck mir mal schon 120. Ui. Da schafft er noch einmal die 120. Scheiße! Was ist der gerade eingebrochen im Fenster? Hab ich das jetzt richtig gesehen? Hat das eingebrochen im Fenster? Chill, bleib bei den 40, bleib bei den 40. Ja, sonst kann er nichts machen. Da sind wir schon bei den reichen, schönen. Erst. Weg mit der Polizei, das ist mein Viertel, Alter. Soll sie scheißen gehen, Alter. Soll sie schleichen, die Wichser. Mein Viertel.
Jetzt fehlt nur noch eine Frau an der Seite. Jetzt fehlt nur noch ein Bitch. Aber was soll's. Fehlt zwar, aber na gut. Würde man sagen, wieder ins Bett, oder was? Ja, wieder ist er dreckiger, was der. Oh, jetzt noch mitten in der Nacht? Huch, was ist denn da los? Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ich habe deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Ach, toll. Ich will keinen Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor er noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuche. Alter. Aber dein Freund, er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Alter, Alter. Jetzt müssen wir sie schon wieder fertig machen. Na super. Ja, Anzug und die Brille und geht schon. Weißt du, wir sind in der Nacht unterwegs, da sollte man schon wenigstens schick unterwegs sein. Da sollte man schon wenigstens schick sein. Wen dann denn schon? Natürlich mit dem Auge noch. Schau uns an, wir sind ein gemachter Mann. Wir holen jetzt einen betrunkenen Avara noch ab, na super. Huch, das hat er da schon ein paar beste Zeiten schon hinter sich. Leck mir im Arsch. Der Lack ist schon komplett mehr oder Dreck. Moin. Ja, bloß nicht durch dran. Alter, der hätte zahlt. Der hätte zahlt, der Wichser. Den hätte ich ausgezahlt, oder was? Aus dem Auto und dann verprügelt, Alter. Leck mich am Arsch. Der kann aber bei mir schlafen. Der Havara. Das ist gleich am Seg. Der kann gleich bei uns dem Rauscher schlafen. Weil bis ich bei ihm bin, Alter. Huch. Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe, warum wohl? Oh. Ha, genau. Im Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay, trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Okay, Marty. Ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Verflucht! Du, die Scheiße, da ist noch was passiert. Nein! Hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus. Schon gut, schon gut. Komm ja schon. Fuck. Der ist hier der Typ, gell? Aha. Ach. Du Scheiß. Ach du Scheiße. Was hast du getan? Nein. Oh mein Gott. Schon wieder die nächste Leiche. Na moin. Was haben wir Freude, dass es mitten in der Nacht passiert, Alter. Obwohl, es ist schon langsam Morgengrauen. Fuck. Die. Oi, oi, oi. Die
den sollen wir noch heimbringen, auch noch. Und wir sollen wieder die Drecksarbeit machen. Der kann den. Oder der kann den eigentlich selber hier haben. Irgendwo wegbringen oder morgen. Das gibt's ja nicht. So einen Scheißdreck selber machen oder morgen. Das soll der Scheiße selber machen, Mann. Das gibt's ja nicht, Alter. Pfah. Alter, das braucht man nicht kommen in der im nächsten Kapitel dann. Ja, du Digi, die Leiche ist doch immer im Auto, ich brauch deine Hilfe. Fick dich! Aber er ist ja leider unser Haverer. Was tut man nicht immer alles für unsere Haverer? Auch an schlechten Tagen. Oh, Alter, so ein Hurenkind. Volle Wäsche eine vorne, Alter. Das weiß auch nicht, wie die Verkehrsregeln hier sind, Alter. Ich hab immer Vorrang. Mich wundert's, dass er nichts redet. Mich wundert's, dass er sich nicht ausspeibt. Ohne Spaß, der redet gar nichts. Man doch kommt der jault dann jetzt so. War nicht so schnell oder schlecht. Aber er hat ja gesagt, kommt heute Pappen. Naja, der hat wenigstens wirklich die Pappen. Na, immerhin. Immerhin. Hätte man nicht gedacht. Haben wir gedacht gehabt, oh, ich muss nudeln oder bleib stehen oder ich muss kotzen oder was auch immer. Irgendwas in der Richtung. Hätte mir auch schon wieder gefallen. Balla! Ui, 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 Gott sei Dank nur ein Stickerl. Gott sei Dank, Alter. Fahrerflot, der ist einfach beinahe stehen bleiben, Alter. Was kann ich dafür? Was kann ich dafür, wenn ich auch stehen bleibe? Da scheißen gehe. Ich zahle auch meine Reparaturkosten selber. Man muss aber auch dazu sagen, Steppe, Alter. Maschallah, Alter. Wir haben gutes Geld. Wir haben jetzt irgendwas mit 5700, sagen wir her, da. Oh, ich hab mit dem Bonus dann auch noch von der anderen Mission. Da bist du deppert. Ah, da kommt schon so einiges zusammen. Da kommt so einiges zusammen. Ja, schieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Vito. Und hey, tut mir leid. Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Jetzt müssen wir auch noch die Leiche beseitigen. Wie viel wir sagen, genau auf dem gleichen Platz wie letztens? Passt. Immerhin. Schauen wir wenigstens schick aus. Das ist ja wenigstens mal was. Oh shit, oh shit. Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Falschen erwischt. Was wissen wir mal an? Vielleicht hat der da gute Connections gehabt. Ah shit. Es könnte vielleicht doch sein, dass das dann. Vielleicht auch im Nachhinein da vielleicht noch irgendwelche Auswirkungen haben wird. Das war geil. Das war wirklich geil. Alter, so ein Hunki. Fort mir eine, Alter. Der kennt die Verkehrsregeln noch immer nicht. Aber es war geil, wenn es Nachwirkungen auch geben würde. Das war schon chillig. Was sind wir denn nicht bei unserem Haverer oder was? Ja, safe sind wir bei unserem Haverer, Alter. Ist mir gleich zu klein an das Auto, oder was? Ich glaube, ich kann nicht mehr wickeln. Ja, voll! Oh, das ist geil! Das ist geil! Das ist geil gemacht, da muss ich aufgehen. Mhm. Das ist ein Hit. Ich will aufpassen, Alter. Gott, das da kann man. Kapunke da, Alter. Huch. Und dann mal gehen. Hey! Gutes Geld. Nicht schlecht. Sollten wir mal bei ihm auch vorbeischauen, ha? Nicht nochmal mit ihm. Hey, Digi! Verkaufst du irgendwas? Mhm. Okay. Red nix, sag nix, leck mir mal. Passt. Oh shit, jetzt können wir auch noch zu Fuß auch noch gehen. Na super. Da hat mir da was eingebrochen, Alter. Na, leck mir mal. Alter, so schick. Rumlaufen. Na, das ist ja ein Verbrechen ohne Auto. Na. Da hat uns mal wieder was Auto. Ja, geh bitte irgendwo, wenn wir sicher schon ein Auto finden.
Beziehungsweise wir sind wenigstens in der Nähe von daheim. Nee. Ich brauche nicht unbedingt an. Obwohl, der wird sicher gut zur Garage passen. Wieso nicht? Wieso nicht? Will den Bonn nicht einmal brechen? Nacke, ich bin nicht einmal einbrechen, oder leg mir mal. Chillig. Sollte man sich fragen, tut mir da eh keiner kontrollieren? Ich hoff's. Nein, der kontrolliert mich eh keiner. Nein, geh bitte. In der Ego-Perspektive, super. Seitlich, noch besser. Boah, das wäre schon ein bisschen knapp. Einfach beinahe durchfahren, oder irgendwie mitnehmen. Ich glaube, bis wir ankommen, sind wir alt. Das kann auch gut möglich sein. Wie weit haben wir es? Okay, sie sehen nur noch ein kleines Sticker. Wart. Okay, alles mitgenommen, auch noch. Super. Ich würde gerne wieder mein schwarzes Auto, aber na gut. Alter, da wären wir schon 0,0 drüben. Ach, wir haben sie natürlich dafür entschieden. Jetzt ziehen wir es auch durch. Haben sie nur im Stundenhandel leid. Aber das werden wir schon hinkriegen. Oh, so wie ich das schon beinahe reingefahren. Oh, das wär's. Ist jetzt wieder die Frage, kann ich überhaupt in die Garage rein? Weil ist ja doch, oh großes, ist ja gar nicht mal so klar, das Fahrzeug. War nicht einmal so klar. Aber na schau, jetzt sind wir eh schon bei unserer Hood, unserer Street, unsere Gang hier. Das Einpacken wird halt nur ein bisschen komplizierter, was der. Gebietepost wird überbewertet. Geil, wenn ich das Auto einpacken könnte. Oh, das wär's. Du kannst das aktuelle Fahrzeug nicht in die Garage einhauen. Geil. Digi, du brauchst eine Frau. Was ist da los? Die ganze Zeit allein. Das gibt's ja nicht. Nur einmal eine Puffersführung. Ne, das gefällt mir nicht, oder? Und die Eier müssen, oder, die müssen schon, boah, wie eine Kokosnuss sein, oder? Wie eine Kokosnuss.